Verdammt. Ja, das mit dem Holz ist vielleicht keine gute Idee. Da muss ich vielleicht doch was anderes nehmen. Kann man das wenigstens machen? Pass mal auf, ich mach das mal da weg und dann mach ich das mal dahin. Das sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen merkwürdig aus, aber ich glaube, das dürfte ganz gut sein. So, das wird ja dann 3 hoch. Das wird auch 3 hoch bei dem Mittelding. Das müsste auch, ja, das sind auch 3. So, 2, 3. Und dann sogar noch hier. Oh, boah, das wird ganz schön groß. Oha. Ich hoffe, ich habe mich hier nicht übernommen. So, Fenster haben genau gereicht. Ah, toll, eine Treppe. Was habe ich denn hier alles an Vorbereitung? So, zack. Das müsste gehen, ne? Wenn ich hier das so quasi als Dingens mache. Dann habe ich da so eine Art Fensterbrett. Aber ich weiß noch nicht. Boah, das sieht jetzt aus wie eine. Das sieht richtig scheiße aus gerade. Das tut mir leid, ne? Das wird natürlich so nicht bleiben. Wir werden das so lange umbasteln. Ich glaube, da muss ich mit Holz ran. Ich glaube auch, das hier muss aus Holz werden, aus normalen Holzstücken. Da müssen wir uns aber noch eine Menge Holz pflanzen. Ich glaube, wenn ich schon mal dabei bin, die Saplings habe ich natürlich gerade weggeschmissen, ich Schlaukopf. Ich glaube, ich muss da mal richtig anpflanzen gehen. Scheiße. Ja, dann schaffe ich das leider nicht mehr in dieser Aufnahme. Dann schaffe ich das wohl erst nach den USA. Naja, naja, naja. Schade ist es schon. So, 64 reichen hoffentlich. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Das kann ich noch nicht sagen. Werden wir alles sehen, aber bis dahin pflanze ich jetzt erstmal ein bisschen Frischholz an. Und in der nächsten Aufnahme bin ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen energischer. Ich bin jetzt schon gerade ein bisschen müde, weil es die letzten Tage so viel Trouble war auch mit dem ganzen... Boah, wir haben so eine Aufnahme. Rekord-Sessions gemacht eigentlich die ganze Zeit und jeden Tag immer gib ihm, gib ihm, gib ihm. Damit es hier immer weitergeht, damit wir mal schön neue Folgen rauskloppen können. Aber das ging natürlich in den anderen Urlauben ganz gut, aber jetzt bei diesem Urlaub, Boah, muss ich gerade mal erzählen, das ist so der Kracher, weil... Also so der Übertriebenheitskracher, weil... Dieses Mal im Urlaub sind es dann für 3 Wochen, ne, wie immer 3 Wochen, aber dafür... 5 Let's Plays parallel, bei denen ich mitwirke. Ja, also jetzt hier auf diesem Channel, also auf dem Gronkh-Channel, sind das Minecraft, Edna bricht aus und Risen 2 und natürlich auch Diablo 3 sind schon mal 4. Und ansonsten bin ich im LPT Red Dead Redemption auf dem Sarazar-Channel noch mit dabei. Das heißt, ich musste für 3 Wochen 5 Games aufnehmen. Könnt ihr euch selber ausrechnen, BZW, ich muss ja schon in Vorproduktion vorher gehen, damit ich das überhaupt schaffe. Also quasi über einen Monat musste ich vorproduzieren, alle 5 Games. Das kannst du dir zeitmäßig mal ausrechnen. Was da so draufgegangen ist. So, pass auf, ich mach das mal hier so, la 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 la. Und natürlich zu jedem Game dann immer noch die passenden Thumbnails, alles schon vorbereiten, die Artikel bei Gronkh.de anlegen. Pipapo, 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 pipapo. Das ist schon richtig Organisation, damit man das hinkriegt. So, dann haben wir es hoffentlich gleich. Ich mache das dann auch ohne Bone Meal, einfach aus dem Grunde, weil... Egal. Sollen sie selber wachsen? Ich hoffe nur, die wachsen hier auch, wenn wir uns im anderen Cluster, im anderen Chunk befinden. Blöd.
Ach, wir haben ja keine Axt mit. Ich wollte gerade probieren, wie Tropenholz wohl aussieht bei dem Haus. Komm, das probieren wir mal gerade. Hui! Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Und ich werde die Aufnahme dann auch bald beenden, weil nach dem Urlaub geht es dann natürlich wieder regulär weiter mit 20 Minuten Folgen. Aber für den Urlaub, wie gesagt, das waren so viele Aufnahmekrams, da gingen nur 15 Minuten mehr, konnte ich einfach, das war einfach alles, was Menschen möglich war. Weil zumindest ein paar Stunden Schlaf in der Nacht hätte man dann doch gern. Und wenn es nur 2, 3 sind, die sind schon super angenehm. Auch mit dem Livestream und so, das war ja auch noch mit der Probe, pipapo. Das kam ja alles auf einmal. Das war schon eine Krassität auf jeden Fall. So, was hier aus unserem uralten Bauernhaus geworden ist, ist übrigens auch eine Pracht eigentlich, ne, wenn man darüber nachdenkt. Sollte man lieber nicht tun. Drüber nachdenken, meine ich. Scheiße, keine Axt. So, zack, zack. Dann eine Axt reicht ja erstmal. So. So, 864. Ach ja. Da müsste ja zumindest mal dran stehen, um was für ein Holz es sich handelt. Das wäre schon mal schön. So, komm, das hier nehme ich als Versuchsobjekt. Und dann bringe ich da... Welches ist denn das Tropenholz? Das hier, ne? Huch! Nee, ich müsste schon unser Holz nehmen. Also das, was wir hier in der Region haben. Das passt sonst nicht zu den anderen Häusern. Das wäre ein bisschen schade. So, Moment. Ich tausche das mal gerade aus. Ne? Stellt euch einmal vor, das wäre schon geschehen. La, 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 la. So, dann hier nochmal und da nochmal und da nochmal und da nochmal. Nicht das Tropenholz, sondern das reguläre. Da habe ich ein bisschen Holz übersehen und jetzt... Zack, 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 zack. Also sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus als das helle. Und den Rest müssen wir uns dann mal angucken, wie das aussehen wird. Ich weiß noch nicht genau, ob das hier so reinpasst. Bin noch ein bisschen unsicher, weil mit dem Wolle, mit der Wollfassade, die passt einfach nicht zu den anderen Steinfassaden. Notfalls reißen wir die raus und machen da was anderes rein, aber ist jetzt erstmal ein Versuch. Ich würde das auch gern erstmal fertig machen. Und nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, sondern lieber gucken, wie es am Ende aussieht und was wir dann daraus machen können. Tja, da bin ich mal gespannt und ich glaube, das reicht dann auch so langsam an, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich will die Aufnahme natürlich schnell beenden. Was aber jetzt nicht an euch liegt, sondern mehr daran, dass ich schlafen muss. Schlafen. Schlafen. Oh, warte mal, ich guck mal ganz kurz, wenn ich schon mal hier bin. Guck ich mal ganz kurz, was? Moment. Okay. Entschuldigung, musste gerade mal ganz kurz was checken. Was wollte ich mir denn machen? Habe ich wieder vergessen. Verdammt! Wieso unterbreche ich mich selber ständig? So, komm, das machen wir jetzt mal ohne Fliegen. Dann machen wir es mal ganz akkurat von hier unten. Während die Gianna Sisters hier durchdüdeln. Oh Mist, wir haben nicht mehr genug Holz. Ich komme da gar nicht so richtig ran. Hilfe! Jesus. Naja, da bin ich mal gespannt. Sieht ein bisschen aus wie eine Kirche, ne? So, lasse ich das hier machen oder mache ich da auch zwei Breite? Eigentlich müsste ich eine Zweierbreite machen, aber ich wollte hier nur eine kleine Veranda hinbasteln.
Und hier müsste eigentlich... Blöd, dass es eine Zweiertür ist. Das ist ein bisschen blöd. So, pass auf, Wolle, ne? Wolle hier, da, 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 da. So, das müsste eigentlich gehen. Übers Fenster müsste es auch noch gehen. Und eigentlich müsste es, genau, das müsste so gehen, wenn mich nicht alles täuscht, weil das dann ja das Dach wieder abgeschrägt ist, haben wir dann hier so eine Stufenbildung. So, ach, das ist ja gar kein, das ist ja ein Fenster, aua! Und hier müssen wir noch gucken, welchen Boden machen wir hier rein. Machen wir ja komplett einen Holzboden rein. Weißt du, wenn wir schon so viel Holz haben, könnten wir jetzt auch einen normalen Holzboden hier reinmachen. Das tut jetzt auch keinem weh. Dann haben wir das zumindest schon mal. Das Ding sieht nicht wieder aus wie eine Bauruine. So. Das machen wir eben nochmal. Ach Mann, das machen wir eben nochmal schnell. So, komm schon. Ah! So. Ich mach das mal so, 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 so. So, 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 so. Dann so, 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 so. Und dann kann ich von hier aus. Zack, zack, zack. Dann ist das erste Holz schon alle. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Na, gesinn! So. Eins, zwei. So, dann haben wir hier ein kleines Loch, aber das macht ja nichts. Dann kommt man da so rein und hat einen normalen Holzboden, aber das ist okay, oder? Ich denke schon. Da kann man hier noch vielleicht eine Bordüre machen oder was weiß ich. Würde eigentlich gehen, ne? Aber wir haben eh keine Stufen mehr. Wir brauchen so viel Holz dann hier. Und die obere Etage, muss ich mal gucken, ob die dann auch aus Holz wird. Wahrscheinlich schon. Dann wird es innen einfach wie beim Bauernhaus ein bisschen. Aber das ist okay, weil die Gegend hier soll ja ähnlich aussehen, wie gesagt. Und das hier kriegen wir schon irgendwie hin. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Aber das kriegen wir schon geregelt auf jeden Fall. Jetzt kann ich mal ganz kurz gucken. Puh, zum Ende der Aufnahme hin. Ach, das ist Schnee, okay. Hab gerade überlegt, ob ich die Kisten sortieren soll, aber ich glaube, das überlasse ich dem Zukunftsgronk. Der freut sich bei sowas. Was ich mal machen kann, da freut sich der Zukunftsgronk erst recht, wenn ich hier einfach mal die Dinger wieder rausnehme. Dann hole ich da hinten mal die restlichen Clay-Sachen raus. Zack, davon haben wir ja so viel. Doch, das geht schon eigentlich. Es wird schon ein ganz gutes Haus, wird nur noch ein bisschen dauern. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mist. So. 5, den Rest holen wir uns gleich. Ab in die Mühle. Eine Bäckerei könnten wir auch noch bauen und was nicht alles. Ach, es gibt ja noch Möglichkeiten. Wo haben wir denn jetzt die... Ach, die Öfen waren hier, ne? Genau, auf der Basteletage. So, wupp. Und dafür, Mist, da sind nur noch 6 Kohle drin. So, ach scheiße, ich bin so doof. So, 2 Kohle, 64 Clay und gib mal her. So, und ab dafür. 64 und die alle voll. Okay, wie viel Kohle haben wir da drin? Okay, das reicht auch. Und anschließend noch, wieso haben wir denn jetzt immer noch so ein Kohle-Ding? Ein Clay-Ding. Habe ich so viel mitgenommen?